Ganz herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung Moldau, eine geteilte Geschichte. Eine Zusammenarbeit der Universität München mit der Universität Innsbruck. Deswegen begrüße ich auch sehr herzlich unseren Kollegen Professor Kurt Schaar in Innsbruck, der mit uns gemeinsam diese Veranstaltung konzipiert und durchführt. Ich begrüße auch meinen Kollegen Tobias Weger, der der Dritte im Bunde ist, sozusagen für diese Lehrveranstaltung. Ich begrüße natürlich ganz herzlich unseren Kollegen Daniel Ursprung in Zürich, der heute vortragen wird und uns durch einige Jahrhunderte geleiten wird. Große Herausforderung, die er aber wunderbar meistern wird, das weiß ich. Und ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich, dass Sie wirklich in so großer Zahl erschienen sind. Es freut mich sehr, dass die Moldau als Region und als Staat, als Gesellschaft sich so großen Interesses erfreut. Das war ein wenig oder Hintergedanke. Es ist unglaublich wichtig, dass wir momentan auch die Ukraine ein wenig in den Fokus rücken. Aber es gibt eben neben der Ukraine, auch im wahrsten Sinne des Wortes, einige weitere Länder, die einfach einer viel größeren Aufmerksamkeit bedürfen. Und dazu kommt, dass die Moldau einfach unglaublich interessant ist in ihrer geopolitischen Lage, in ihrer Geschichte, in den Schichten, die sich da übereinander legen auf der Region, auf die Region, die Orientierungen, die verschiedenen, die durch die Jahrhunderte gehen. Wir werden da heute gleich mal sozusagen sehen, wie wechselhaft diese Geschichte verläuft und wie unglaublich faszinierend die Moldau in ihrer historischen Ausdehnung ist und andererseits eben auch der Blick ins Heute, die kleine Republik mit all ihren Problemen, ein bisschen eingeklemmt zwischen den geopolitischen Polen. Eine große Herausforderung natürlich für die Politik dieses Landes, aber genauso eine Herausforderung für uns alle, sich dem Land und seiner Menschen zuzuwenden. Also nochmal herzlich willkommen allen in München, allen in Innsbruck und allen, in ganz Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Ich sehe da auch einige Kolleginnen und Kollegen, die vortragen werden im Laufe des Semesters. Ich sehe hier auch einige, wenn ich so sagen darf, altgediente, Rumänien und Moldau, Freunde und Expertinnen und Experten, ganz toll, dass Sie alle hier sind. Und darf für jede weitere Einleitung einfach auf die Plattform der Lehrveranstaltung auf www.ikgs.de/moldau verweisen. Dort finden Sie eine 10-minütige Einleitung, die Sie bereits abrufen können von meiner Seite, wo ich eben versuche, das Konzept, die Idee kurz vorzustellen und möchte jetzt gerne gleich mal in medias res gehen und darf Daniel Ursprung begrüßen. Er wird heute über das Fürstentum Moldau seit seiner Gründung bis ins 18. Jahrhundert sprechen. Und wir haben das so unter die Schlagworte Eigenständigkeit und Vasallentum gestellt. Wie gesagt, wir werden sehen, wie vielfältig diese Jahrhunderte sich darstellen werden. Daniel Ursprung, den ich schon sehr lange kenne, auch über die Rumänien-Schiene, wenn ich so sagen möchte. Und deswegen freut es mich auch so besonders, dass wir uns hier auf diese Weise eben wieder begegnen. Hat von 1995 bis 2001 osteuropäische Geschichte, slawische Sprachwissenschaft und Publizistik in Zürich und Bukarest studiert. War dann anschließend einige Jahre Assistent am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Universität Zürich und ist seit 2008 eben dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter. Seit 2020 ist er auch Programmkoordinator für die Studienprogramme osteuropäische Geschichte und internationale Osteuropastudien der Universität Zürich. Er forscht zur Sozial- und Kulturgeschichte Südosteuropas vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert, zur Walachei als imperiale osmanische Randregion im 17. Jahrhundert,
zur Kulturgeschichte von Herrschaftslegitimation in der rumänischen Geschichte und zu Personenkult im Sozialismus. Er ist unter anderem Mitglied im International Advisory Board der Zeitschrift Archiva Moldavie, die in Jasch erscheint. Und von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich hier einerseits seine Monographie hervorheben, Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation, Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft in der rumänischen Geschichte, in der Vormoderne und bei Ceausescu. Und zwei sehr rezent erschienene Buchkapitel im Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, herausgegeben von Oliver Schmidt, im letzten Jahr erschienen, hat er zwei Kapitel zur Moldau beigesteuert, die Moldau von der Entstehung im 14. bis zur Unterwerfung unter osmanische Herrschaft im 16. Jahrhundert und ein zweites, ich nenne es mal Großkapitel, die Walachei und die Moldau vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert. Daniel, herzlich willkommen, du hast das Wort. Vielen herzlichen Dank, Florian, für diese freundlichen Worte zur Begrüßung und vor allem vielen herzlichen Dank für die große Ehre, dass ich hier in diesem illustren Kreis sprechen kann. Ich habe mir ja auch schon ein bisschen die Namen angeschaut und bei etlichen Namen fürchte ich doch, dass ich heute nicht viel Neues werde präsentieren können. Ja, es ist eine Herausforderung, die Geschichte der Moldau über mehrere Jahrhunderte hinweg, fast ein halbes Jahrtausend hinweg, Ihnen hier in einer Stunde oder etwas weniger als einer Stunde zu präsentieren. Ich werde es versuchen, es wird ein Schnelldurchgang sein. Ich werde allzu viele Aspekte weglassen müssen. Vielleicht haben wir in der Diskussionsrunde danach noch die Gelegenheit, das eine oder andere zusätzliche anzusprechen. Es ist eine Geschichte, in der man mehr weglassen muss, als man erwähnen kann. Und zum Einstieg möchte ich zuerst ein paar ganz grundlegende, vielleicht eher so enzyklopädische Fragen klären, weil ich doch denke, dass bei einigen, die jetzt hier anwesend sind, die Moldau die große Unbekannte oder eher die kleine Unbekannte ist, eines der kleineren europäischen Länder und wahrscheinlich auch eines der unbekanntesten europäischen Länder. Ich werde mich bei vielem, was ich heute ausführe, auf die erwähnten Buchkapitel stützen, die Florian Kührer vorher erwähnt hat, die Geschichte der Moldau im Handbuch Südosteuropäische Geschichte. Lassen Sie mich gleich beginnen mit den Namen der Moldau. Im Deutschen, je nach Kontext, zirkulieren verschiedene Namen. Wir reden von Moldau, wir reden von Moldawien, manchmal auch von Moldova. Die Schwierigkeit beginnt also schon da, wie sprechen wir über die Moldau und welche Bedeutungen haben diese verschiedenen Begriffe und welche Vorannahmen treffen wir, wenn wir einen dieser Begriffe gebrauchen. Und vielleicht dann auch so als kleine praktische Empfehlung, welche dieser Bezeichnungen sind im Deutschen angemessen. Und nur so als kleine humoristische Beigabe, vor etlichen Jahren erschien dieser Reiseführer, der nur auf den ersten Blick etwas mit unserer Region zu tun hat. Er handelt nämlich von Moldawien, einem nicht existierenden Land. Also eine Parodie auf einen Osteuropa-Reiseführer, insgesamt sehr witzig gemacht, natürlich alles fiktiv. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass für ein fiktives Land ein Name gewählt wird, der eben deutliche Anklänge an die Moldau oder Moldawien hat. Also das Unbekannte dieses Landes, das schwebt hier schon mit. Ja, was ist denn die Moldau? Es gibt verschiedene Regionen, auf die man den Namen beziehen kann, je nach historischer Epoche. Sie sehen hier einmal in pinker Umrandung die heutigen Grenzen von Rumänien, das große im Zentrum und der Republik Moldau weiter im Osten gelegen. Sie sehen dann grün umrandet die maximale Ausdehnung des historischen Fürstentums Moldau. Und das wäre die erste Bedeutung, die der Begriff Moldau haben kann, nämlich ein historisches Fürstentum. Sie sehen es auf dieser Karte hier. Das sind, wenn Sie meinen Mauszeiger auf dem Bildschirm verfolgen können, dieses Fürstentum nordwestlich des Schwarzen Meeres, eben vom 14. bis zum 19. Jahrhundert in wechselnden Grenzen.
1775 der nördliche Teil, die sogenannte Bukowina, an Österreich abgetreten und 1812 der östliche Teil, das sogenannte Bessarabien, ans russländische Zarenreich. Der übrig gebliebene Teil ist dann als Fürstentum Moldau, hat sich dann um 1860 herum mit dem Fürstentum Walachei zum rumänischen Staat vereinigt. Also die erste Bedeutung, ein historisches Fürstentum. Die zweite Bedeutung von Moldau ist im heutigen Rumänien eine der großen historischen Regionen. Es ist die historische Region im Norden bzw. Nordosten. Sie sehen das hier in grün eingezeichnet. Die Bukowina, die wird je nach Kontext zur Moldau hinzugezählt oder als eigene Region gezählt. Also zweite Bedeutung, eine historische Region im heutigen Rumänien, die Teile des ehemaligen Fürstentums, die heute in Rumänien liegen. Die dritte Bezeichnung oder die dritte Bedeutung von Moldau ist ein Staat, eine ehemalige Sowjetrepublik, die seit 1991, dem Zerfall der Sowjetunion, eben als souveräner Staat existiert und davor ab den 40er Jahren Teil der Sowjetunion, eben eigenständige Sowjetrepublik war. Also die dritte Bedeutung, ein Staat in Osteuropa oder Südosteuropa. Es gibt noch weitere Bedeutungen von Moldau. Der Name der Moldau, der kommt ursprünglich von einem Fluss her und ich habe Ihnen diesen Fluss hier, diese blaue Linie, die Sie sehen, das ist dieser Flusslauf der Moldau, der sich heute komplett auf rumänischem Territorium befindet und der eben namensgebend geworden ist für die Moldau insgesamt. Die Etymologie des Namens ist sehr umstritten, es gibt da verschiedene Deutungen. Eine Deutung wäre der deutsche Begriff der Mulde oder der Molde, also eine Einsenkung, aber die, ja, die Etymologie ist nicht eindeutig geklärt. Und es gibt dann auch eine Stadt oder mittlerweile eigentlich nur noch ein Dorf, die Civitas Moldaviae, heute als Bayer bekannt oder in Deutschen als Molde, Moldenmarkt in mittelalterlicher Zeit. Das ist der weiße Punkt am Mittellauf dieses Flusses. Das kann mitunter auch eben unter Moldau, aber eher selten verstanden werden. Und dann vielleicht, einfach damit es zu keinen Verwechslungen kommt, im Deutschen wird auch ein Fluss in Tschechien, in Böhmen, als Moldau bezeichnet, hat aber keinerlei Zusammenhang mit irgendwas, was wir hier heute besprechen. Drum eben einfach der Hinweis, nicht verwechseln bitte. Ja, welchen Namen gebrauchen wir denn? Moldau, Moldawien, Moldova? Was sind das überhaupt für verschiedene Bezeichnungen? Es sind einfach drei Synonyme aus unterschiedlichen Sprachen. Moldau ist der deutsche Name, der eben zu benutzen ist für das historische Fürstentum, gleichsam für die historische Region in Rumänien, wie auch für den heutigen Staat, die Republik Moldau, gleichermaßen. Moldawien ist eine Eindeutschung der russischen oder der allgemein slawischen Bezeichnung Moldavia, Moldavia. Und im Russischen bedeutet das genau dasselbe wie eben im deutschen Moldau, also genau ebenso das historische Fürstentum, die historische Region wie den unabhängigen Staat. Das heißt, die Doppelung des Namens ist hier wenig sinnvoll, weil in beiden Sprachen dieselben Dinge damit bezeichnet werden. Daher, von meiner persönlichen Präferenz her, vermeide ich den Gebrauch des Begriffs Moldawien im Deutschen. Es hat so einen Anklang an den sowjetischen Kontext. Und wenn wir vielleicht ein Vergleichsbeispiel heranziehen würden, wir sprechen heute auch nicht mehr von Grusien oder Grusinien, ein aus dem Russischen stammender Begriff für Georgien, der zum Teil im vor allem im DDR-Kontext so in der älteren Zeit noch gebräuchlich war. Moldova schließlich mit der Betonung auf der zweiten Silbe, das wird im Deutschen oft falsch gemacht. Moldova ist der rumänische Name und bezeichnet im Rumänischen genau dasselbe, was ich vorhin schon erwähnt habe, das historische Fürstentum, die historische Region in Rumänien und die unabhängige Republik.
Und ja, aus ähnlichen Gründen würde ich eigentlich auch sagen, dass wir im Deutschen nur einen Begriff brauchen müssen, nämlich den Begriff Moldau. Und die anderen stiften eher für Verwirrung, wenn wir verschiedene Namen haben und nicht genau wissen, worauf die sich entsprechend beziehen. Vielleicht auch, wenn wir das mit anderen Regionen in Europa, Tirol, Tirolo, Deutsch, Italienisch, Elsass, Alsass, Französisch, Deutsch, Kärnten, Carinthia, Koroschka, also verschiedene Namen, da haben wir uns auch angewohnt, jeweils die deutsche Form zu benutzen und analog, glaube ich, ist das auch sinnvoll hier in diesem Kontext. Denn die Differenzierung zwischen diesen drei Hauptbedeutungen, zwischen eben dem historischen Fürstentum, der historischen Region und der unabhängigen Staat, ist in keiner einzigen dieser Sprache wirklich konsequent. Eine weitere Frage ist, wie man denn die Sprache bezeichnet, die heute in der unabhängigen Republik Moldau gesprochen wird, Rumänisch, Moldauisch. Die Sprache in der Republik Moldau unterscheidet sich von der Sprache, die in Rumänien gesprochen wird, nur geringfügig. Also man kann das vielleicht so sich vergegenwärtigen wie die Idiome, die in Österreich und Deutschland gesprochen werden. Da gibt es natürlich auch zwischen dem Bayerischen und dem Plattdeutschen innerhalb von Deutschland größere Unterschiede mitunter als irgendwie zwischen Bayerisch und dem österreichischen Deutsch. Also von dem her, oder auch der Vergleich mit dem US-amerikanischen und dem British English wäre vielleicht ein etwas anderer Vergleich. Also in dem Sinne, glaube ich, ist die Bezeichnung Rumänisch nicht falsch. Wer lieber Moldauisch sagen will, um eben zu betonen, dass es sich um einen unabhängigen Staat und dessen offizielle Amtssprache handelt, wäre das auch nicht komplett falsch, so wie man vielleicht mitunter auch hört, dass irgendein Buch aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt worden ist, was natürlich dann Englisch gemeint ist. Ja, wie bezeichnet man die Menschen dort? Wir können da vielleicht die Analogie auch wieder zwischen Deutschland und Österreich. Wir reden von Deutschen, wenn wir Personen aus der Bundesrepublik Deutschland meinen. Wir reden aber von Österreichern, wenn wir Leute aus Österreich meinen, auch wenn sie deutschsprachig sind. Wir differenzieren auch zwischen Engländern und Briten und US-Amerikanern, auch wenn sie dieselbe Sprache sprechen. Von daher glaube ich, die Unterscheidung zwischen Rumänen und Moldauer ist durchaus in einem staatsbürgerlichen Sinne angebracht. Historisch, und jetzt kommen wir langsam dann in die Vergangenheit, der Begriff der Rumänen ist sowieso als Bezeichnung einer modernen Nation ein relativ neuer Begriff, erst ab dem 19. Jahrhundert entstanden, also analog wie das auch andernorts der Fall war. Denken Sie an das bekannte Buch von Eugene Weber, Peasants into Frenchmen, also auch die Franzosen sind als moderne Nation erst im späten 19. Jahrhundert entstanden. Und von daher ist Rumänen eigentlich auch kein Quellenbegriff für die Zeit, die ich in den Blick nehme, für die Zeit vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Wenn wir Quellenbegriffe finden, dann finden wir in der Regel den Begriff der Moldauer. Das bezieht sich auf die politisch-administrative Zugehörigkeit und nicht primär auf eine ethnisch-nationale Kategorie. Wo liegt die Moldau? Sie sehen hier das historische Fürstentum Moldau. Es liegt östlich der Karpaten. Sie sehen hier braun eingefärbt die Westgrenze nach Siebenbürgen, das Gebirge, das sich hier entlang zieht. Und östlich davon erstreckt sich eben die Moldau, so wie es in einer Urkunde von 1392 steht, wo der Vojvode Roman eben herrschend über das moldauische Land von den Bergen bis zum Meer, also von den Bergen hier im Norden, wo das historische Kernland der Moldau ist, bis eben ganz nach Süden an die Küsten des Schwarzen Meeres. Die Moldau liegt in der Übergangsregion der Großlandschaften Südosteuropa, Osteuropa im engeren Sinne, also das, was wir heute als Ukraine kennen, und der Region Ostmitteleuropas. Sie liegt im Einzugsgebiet von Flussläufen, die von Nordwesten nach Südosten fließen. Das ist einerseits der Fluss Siret, hier auf dieser Höhe parallel zum Gebirge.
dann der Fluss Prut, der heute die Grenze zwischen Rumänien und der Republik Moldau bildet, und ganz im Osten der Fluss Dniester, der innerhalb der Republik Moldau die unter Kontrolle der Zentralregierung stehenden Teile abgrenzt von der sogenannten Dniestrischen Moldau-Republik oder Transnistrien. Von den Klimazonen oder von den Vegetationszonen her ist das Land geteilt, von Nordwesten nach Südosten gestaffelt. Haben wir ganz im Norden die Waldzone, die dann allmählich übergeht in den mittleren Bereichen, die Waldsteppe, und ganz im Süden die Steppenregionen. Das heißt, historisch gesehen ist die Moldau lange Zeit bis weit ins Mittelalter hinein an der Randzone von reiternomadischen Steppenreichen gelegen. Aber auch der Kiew Rus, die dann weiter im Norden entstanden ist, also hier nördlich anschließend. Von Ungarn, das westlich hier des Gebirgszuges in Siebenbürgen ansässig war, Polen, Litauen eben habe ich erwähnt, und im Süden dann hat sich im Spätmittelalter das Osmanische Reich festgesetzt. Später dann, in der frühen Neuzeit, sind Russland, im 20. Jahrhundert dann die Sowjetunion, und als Nachfolgeorganisation von Ungarn hat das Habsburgerreich dazu getreten. Die Moldau ist also stets im Überlappungsbereich benachbarter Mächte gelegen, und ich möchte das hier stellvertretend an dieser sehr imposanten Burg ganz kurz ausführen. Die Burg Chotin am Fluss Dniester, heute in der Ukraine gelegen, an einer globalgeschichtlich bedeutenden Grenzzone, wo sich über viele Jahrhunderte hinweg die sämtliche Großreiche von Osteuropa getroffen haben. Und diese Burg ist ein ganz wichtiger Erinnerungsort, eben nicht nur für die Rumänen oder die Moldauer, sondern auch die Polen, die Ukrainer, Osmanen, Türken, Russen, Juden haben je ganz unterschiedliche Erinnerungen an diesen Ort. Und diese Region oder diese Burg Chotin spielt in all diesen Nationalhistoriografien eine jeweils wiederum unterschiedliche Rolle. Also wir haben hier so ein Übergangsgebiet, eine Grenzzone, wo dann auch im 19. Jahrhundert die Großreiche Russland, das Habsburgerreich und eben die Moldau als Vertreterin des Osmanischen Reichs sich gegenüber gestanden sind. Ja, in welchem Umfeld ist jetzt die Moldau entstanden? Wir sehen hier eine Karte noch vor der Entstehung des Fürstentums Moldaus, so eine Karte aus dem späten 12., frühen 13. Jahrhundert. Sie sehen grün eingezeichnet, das Kumanenreich, eben eines dieser Reiche von reiternomadischen Steppenbewohnern, dann 1240 von der mongolischen Goldenen Horde abgelöst worden. Und das ist sozusagen eines der Entstehungskontexte, die Steppennomaden, das mongolische Weltreich, das eben in diesen Regionen hier nördlich des Schwarzen Meeres, also was hier jetzt grün eingefärbt ist, die Herrschaft erlangt hat. Ein zweiter wichtiger machtpolitischer Akteur war das mittelalterliche Königreich Ungarn, das sich eben ab Beginn des 13. Jahrhunderts vollständig in den Besitz Siebenbürgens gesetzt hat, also bis an die hier eingezeichnete Ostgrenze, bis zu den Karpaten vorgedrungen war und sich jetzt anschickte, über die Karpaten auszugreifen in diese von den Mongolen kontrollierten Bereiche. Ein dritter Kontext ist der südosteuropäische Kontext mit wechselnden Reichen, aber ich möchte hier vor allem eben Byzanz und die unter byzantinischer Prägung entstandenen Reiche, wie eben zum Beispiel das Bulgarische Reich hier erwähnen. Das wäre so ein dritter Faktor, der bei der Entstehung der Moldau und der frühen Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Ein vierter Faktor im Norden, das ist das, was hier als russische Fürstentümer eingezeichnet ist, also die Nachfolgereiche der zerfallenden Kiewer Rus und vor allem eben das Fürstentum Galizien oder Halitsch-Wolhynien, 1199 in der Form entstanden, um die Mitte des 13. Jahrhunderts eine Blütezeit, wurde dann in den Jahren, um den Jahrzehnten, um die Mitte des 14. Jahrhunderts zerfiel das und wurde aufgeteilt zwischen Polen,
das hier im Nordwesten zu sehen ist, und dem hier noch nicht eingezeichneten Großfürstentum Litauen. Also Polen-Litauen haben sich diese Regionen hier um Lemberg und weiter östlich, südöstlich angeeignet. Also wir haben diese vier benachbarten Mächte, und als fünften Einflussfaktor würde ich hier ganz im Osten das Schwarze Meer bezeichnen, beziehungsweise die italienischen Handelskolonien, die Stadtstaaten, die dort vor allem nach 1261 entstanden sind und die dazu beigetragen haben, dass das Schwarze Meer zu einer eurasischen Handelsdrehscheibe wurde. Wir haben ja eben im landgebundenen Bereich haben wir das mongolische Weltreich, das im Prinzip von China bis eben hier ins heutige Rumänien hineingereicht hat. Transkontinentaler Handel, denken Sie an Marco Polo, der genau zu der Zeit eben die Reise bis nach China unternommen hat in diesem Steppenreich der Mongolen. Und hier jetzt für den maritimen Weitertransport der Waren, die hier über die Steppe aus großer Entfernung angeliefert werden, sorgen eben italienische Kaufleute, die verschiedentlich an den Küsten des Schwarzen Meeres und auch auf der Krim Kolonien errichtet haben und da eben so diesen transkontinentalen Handel und Wandel betreiben. Sie sehen nochmal eine etwas andere Karte. Diese Karte hier, das ist das Königreich Polen, hier in Rot eingezeichnet. Weiter östlich in Pink das Großfürstentum Litauen, die beide jetzt im frühen 14. Jahrhundert oder Mitte des 14. Jahrhunderts eben diese Expansion beginnen, ist eine Rivalität. Die streben beide Richtung Schwarzes Meer, weil das Schwarze Meer natürlich eben für den Handel ganz wichtig und ganz bedeutsam ist. Und hier kommt nun diese Region, die bisher unter mongolischer, lockerer Vorherrschaft gestanden hat, kommt nun mitten rein in diese Rivalität der beiden Konkurrenten Polen und Litauen, die sich dann erst gegen Ende des Jahrhunderts in einer Personalunion vereinigen. Und eben als dritter Faktor das Königreich Ungarn, das nun ebenfalls von Westen her über die Karpaten ausgreift, auch Richtung Schwarzes Meer strebt. Sie sehen die Moldau von verschiedenen Seiten her, kommt sie hier in den Fokus der expandierenden Nachbarreiche. Das ist also der Kontext, in dem die Moldau entstanden ist, in den Jahren um 1360, so die genaue chronologische Abfolge, die ist recht umstritten, und auch die genauen Verläufe kennen wir nicht im Detail. Jedenfalls wissen wir den größeren Kontext, eben eine Transitregion für den Fernhandel einerseits und andererseits eben die zerfallende politische Ordnung in diesem Großraum, eben einerseits das Fürstentum Galizien hier im Norden und die mongolische Herrschaft hier weiter im Süden, nördlich des Schwarzen Meeres gelegen. Also diese beiden Herrschaften zerfallen, die Großreiche, die drängen nun in diesen Raum hinein. Und in diesem Kontext nun sind es rumänische Dienstleute, also sogenannte Voivoden, die im Dienste des ungarischen Königs stehen, die aus der Region Maramarosch oder Marmarurisch hier in dieser Region hier, rumänische Dienstleute, die zuerst im Auftrag des ungarischen Königs über die Karpaten hinweggehen und dort Siedlungen und eine Mark, also ein Grenzgebiet, ein Grenzland gründen, um eben als ersten Schritt die ungarische Herrschaft östlich der Karpaten zu sichern, militärische Absicherung gegen die Mongolen zu etablieren. Also einerseits diese Grenzsicherung, und dann kommt es aber ein bisschen später zu einer Rebellion von weiteren Dienstleuten eines Dienstmannes des ungarischen Königs namens Bogdan, ebenfalls rumänischer Herkunft, der gegen den ungarischen König rebelliert und um den Vergeltungsmaßnahmen zu entgehen mit seiner Gefolgschaft über die Karpaten zieht, in dieses Grenzland, das da am Entstehen ist, und sich dort festsetzt und dann auch die bereits ansässigen lokalen Vorgänger sich unterwirft, die auch bekämpft und damit eigentlich einen eigenen Herrschaftsverband begründet, der sich dann auch von Ungarn verselbstständigt. Das ist dieser Bogdan, der Voivode. Bogdan ist
dann auch namensgebend geworden für dieses Land, das er begründet hat, für dieses Fürstentum Moldau. Nicht im Deutschen, aber zumindest die Osmanen, also im Osmanisch-Türkischen, die Osmanen haben das Fürstentum Moldau eben unter diesem Namen Bogdan gekannt. Bogdan begründet da eine Dynastie, die aus historiografischen Gründen nach wie vor als die Dynastie der Mushatin häufig bezeichnet wird, auch wenn dieser Name nicht ganz passend ist oder nicht ganz korrekt ist, aber jedenfalls hat er sich so etabliert. Wir sind hier jetzt in der Region, wo das passiert. Das ist hier diese Region. Wir hatten hier Baia, das ist eigentlich eine der ältesten Siedlungen in der Moldau. Da sind vor allem deutsche, katholische Siedler ansässig, die Handel betreiben, und etwas weiter nördlich in der Region von Radauz und Siret sind so die ersten Herrschaftskerne, Kristallisationspunkte, wo nun dieses historische Fürstentum am Entstehen ist. Das heißt, es ist eigentlich diese Randzone der Karpaten, die Ausläufer, die Ostausläufer der Karpaten, die Region um den Mittellauf des Flusses Moldau, der eben namensgebend wird für dieses Fürstentum, das ist eben diese Region, wo sich diese Herrschaft herauszukristallisieren beginnt. Es dauert dann ein paar Jahrzehnte, dieses Fürstentum expandiert relativ rasch, vor allem in südliche und östliche Richtung. Und wir haben es vorhin, habe ich es kurz schon erwähnt, 1392 nennt sich Vojvode Roman in der ältesten erhaltenen Urkunde, nennt er sich eben herrschend über das moldauische Land von den Bergen bis zum Meer. Das heißt, eben die Moldau hat sich hier vielleicht noch nicht genau in dieser Ausdehnung, aber doch eben ganz grob in dieser Region ausgedehnt. Die Moldau schützt damit oder etabliert sich entlang der Handelswege, die von der Ostsee ans Schwarze Meer führen. Ich erwähne hier vor allem Lemberg, die oder Lwów oder Lwów in den verschiedenen Sprachen. Lemberg, das 1349 polnisch geworden ist und wo die Polen nun eben sehr großes Interesse haben, den Fernhandel weiter bis zum Schwarzen Meer führen zu können. Und mit der Etablierung des Fürstentums Moldau ist nun eine Macht entstanden, die eben diese Verkehrswege sichert und die durch Zolleinnahmen auch eine gewisse materielle Grundlage für diese Herrschaft hat. Und gleichermaßen eben auch Ungarn, das ebenfalls hier von Westen her über die Karpaten ausgreifend an die untere Donau und dann weiter ans Schwarze Meer diese Handelswege sichern will. Die genaue Abgrenzung eben des Fürstentums Moldau hat sich noch lange hingezogen. Also im Norden hier die Abgrenzung gegenüber dem Königreich Polen ist nicht vor 1538 wirklich fixiert worden. Da gab es ständig auch Konflikte um die genaue Aufteilung. Aber wenn wir hier uns diese Karte noch einmal ansehen, so in diesen groben Grenzen konventionellerweise verstehen wir das Fürstentum Moldau. Anfänglich stand dieses neue Fürstentum unter sehr starkem katholischem Einfluss. Ein Einfluss, der vor allem über Polen gekommen ist. Polen, das eigentlich sehr lange Zeit einen ganz wichtigen Faktor darstellt in der moldauischen Geschichte, eigentlich bis weit ins 17. Jahrhundert hinein. Wir haben bereits um 1370, also nur gut 10 Jahre oder nur rund 10 Jahre nach Gründung des Fürstentums, haben wir ein katholisches Bistum, das in Siret errichtet wird. Ein Teil der Führungsschicht, der Eliten dieses neuen Herrschaftsverbandes und auch ein Teil der Vojvodenfamilie, also der Herrscherfamilie, stehen unter katholischem Einfluss oder konvertieren sogar. Wir haben, ich habe es erwähnt, katholische Siedler, die aus Ungarn kommen, deutschsprachige Siedler, Händler, Handwerker, aber auch ungarischsprachige Siedler, die eher bäuerliche Bevölkerung sind und die auch schon vor der Gründung des Fürstentums zum Teil ansässig sind. Abgesehen von diesen Gruppen aber in der rumänischen Bevölkerung bleibt der Katholizismus ein Elitenphänomen und setzt sich eigentlich nicht breitenwirksam durch.
Der Katholizismus ist auch ein Faktor, der so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis zwischen Polen und Ungarn, zwei katholische Mächte, die beide jetzt versuchen, Einfluss auf dieses Fürstentum zu gewinnen. Und da ist es für die Vojvoden, für die Herrscher dieses Landes eigentlich ein guter Ausweg, sich dieser Abhängigkeit der beiden katholischen Nachbarmächte zu entziehen, indem man sich nun kirchenrechtlich an die Orthodoxie anlehnt, indem man versucht, eben sich zumindest konfessionell in eine andere Richtung zu orientieren. Also ein Gegengewicht gegen den politischen Einfluss von Ungarn und Polen. Aber auch die Entscheidung für die Orthodoxie ist nicht so einfach, weil es gibt zwei orthodoxe Zentren. Das eine ist natürlich Konstantinopel, Byzanz. Das andere ist Halic, also im Fürstentum Halic, Galizien, gibt es auch eine orthodoxe Kirchenhierarchie. Das Problem nun bei Halic, es ist, liegt zwar geografisch sehr viel näher, steht aber unter polnischer Kontrolle. Und andererseits ist natürlich Konstantinopel auch einiges prestigeträchtiger, was letztlich auch den Entscheid für Byzanz mit beeinflusst hat. Und um 1401 wird in Suceava, in der neuen Residenz des Fürstentums, Sie sehen Suceava hier, das liegt hier auch im Norden, wird eben eine orthodoxe Metropolie in Abhängigkeit von Konstantinopel geschaffen. Wir haben also so am Ende des 14. Jahrhunderts dieses Fürstentum etabliert, auch kirchenrechtlich verankert und haben jetzt bereits gesehen, wie sich der Orientierungsvektor in der moldauischen Geschichte geändert hat. Lange Zeit war die Steppenzone, wie Sie hier noch bezeichnet sehen mit der Inschrift Krimchanat, diese Steppenzone war eigentlich der primäre Orientierungsvektor. Die nordpontischen Steppen, die Waldsteppen, also Teil des eurasischen Steppengürtels. Also der primäre Orientierungsvektor viele Jahrhunderte war nach Osten gerichtet. Mit dem Ausgreifen Ungarns und eben mit dieser Landnahme rumänischer Dienstleute, zuerst im Auftrag des ungarischen Königs und danach in Abwendung von ihm, hat einen westlichen Orientierungsvektor mit ins Spiel gebracht. Also diese ungarischen Expansionsbestrebungen, die waren ganz entscheidend für die Gründung der Moldau. Dann habe ich aber erwähnt, dass sehr bald und sehr schnell auch Polen mit ins Spiel kam, dass von Norden her eben auf die Moldau eingewirkt hat, also der Orientierungsvektor noch einmal geändert nach Norden. Und mit der Entscheidung für die Orthodoxie und der Orientierung an Byzanz kommt nun der byzantinisch-balkanische Einfluss, also die Ausrichtung nach Süden, mit ins Spiel. Das heißt, wir haben jetzt hier schon sämtliche Himmelsrichtungen abgebildet, zuerst den Osten, dann den Westen, den Norden und schließlich auch den Süden. Wohin sich die Moldau orientiert, woher sie kulturelle und politische Einflüsse empfängt. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich charakteristisch ist und auch charakteristisch bleiben wird in der moldauischen Geschichte. Es ändert sich dann auch noch einmal. Also zuerst wird natürlich mit dem Aufstieg des Osmanischen Reiches die Südorientierung noch einmal wichtiger, bevor dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Aufstieg von Russland von Osten her erneut wieder der Orientierungsvektor primär eben aus östlicher Richtung kommt. Und wir können uns jetzt fragen, ob jetzt vielleicht mit dem Ende des 20. und dem Beginn des 21. Jahrhunderts der neue Orientierungsvektor wieder primär nach Westen gerichtet ist. Jedenfalls sehen wir diese historische Abfolge der Himmelsrichtung, diese überkreuzenden Achsen, einen nach allen Seiten offener Raum, der je nach historischer Konstellation ganz unterschiedliche Ausrichtungen erfahren hat. Das ist eine charakteristische Struktur der moldauischen Geschichte. Etwas anderes ist, dass dieses Fürstentum stets an der Peripherie der Einflussbereiche von benachbarten Mächten gelegen ist. Also es haben sich politische Ansprüche überschnitten in dieser Region, aber es hat eigentlich keines dieser benachbarten Reiche sich die Moldau komplett unterworfen, sondern die haben sich eigentlich auch gegenseitig gewissermaßen in Schach gehalten. Oder sie haben sich mit einer anderen Perspektive ausgedrückt, sie haben sich die Moldau in einer Art Kondominium auch geteilt, zumindest in einzelnen Phasen. Wenn wir das späte 16., frühe 17. Jahrhundert anschauen,
ist es zu einer faktischen polnisch-osmanischen Doppelherrschaft über die Moldau gekommen. Das ist eigentlich auch eine sehr interessante Geschichte. Das heißt aber eben, dass die Moldau eigentlich praktisch in ihrer gesamten Geschichte immer unter der Hegemonie benachbarter Mächte gestanden ist. Diese konkurrenzierenden Ansprüche aber die Vereinnahmung durch eine dieser Mächte verhindert hat. Ja, schauen wir uns an, eben wir sind im Jahr 1400, die Moldau als Fürstentum ist etabliert und jetzt eben für das 15. Jahrhundert haben wir eigentlich zwei herausragende Herrschergestalten. Die eine herausragende Herrschergestalt ist der Vojvode Alexander der Gute, der von 1400 bis 1432, also fast ein Dritteljahrhundert lang, geherrscht hat. Und die zweite bedeutendste Figur der moldauischen Geschichte überhaupt, Stefan der Große, regierte die Moldau von 1457 bis 1504. Dazwischen haben wir jetzt eine längere Zeit von Thronwirren und Machtkämpfen. Alexander der Gute, mit ihm zu beginnen, ja eben konsolidiert dieses vor wenigen Jahrzehnten entstandene Fürstentum. Unter ihm findet die schon vorher angeleierte Gründung der Metropolie 1401 wird gegründet. Der Vojvode sorgt auch dafür, dass die Moldau einen Nationalheiligen bekommt, nämlich Johannes den Neuen, einen Landespatron. Wir sehen hier eine später entstandene Freske aus der Klosterkirche von Voronezh. Das Martyrium dieses heiligen Johannes des Neuen. Also Alexander der Gute unter seiner Herrschaft werden Grundlagen gelegt für ein moldauisches Landesbewusstsein, für die Legitimation der Dynastie. Es kommt zum Ausbau von Kirchen und Klöstern, zu zahlreichen Schenkungen. Wir haben also hier eine ganz große Bedeutung für die Klosterkultur dieses frühen 15. Jahrhunderts. Die Moldau ist also als orthodoxes Land etabliert mit der Gründung der Metropolie. Sie bleibt aber noch lange Zeit ein multikonfessionelles Land. Die Katholiken habe ich schon zweimal erwähnt, die bleiben bedeutend bis heute, also vor allem die ungarischsprachigen Katholiken in der Moldau, die deutschsprachigen sind im 17. Jahrhundert, haben die ihre Sprache verloren. Wir haben aber im 15. Jahrhundert auch noch zusätzliche christliche Glaubensbekenntnisse, nämlich durch die Aufnahme von hussitischen Glaubensflüchtlingen aus den Hussitenkriegen unter Alexander dem Guten. Kommt da also noch eine zusätzliche religiöse Komponente hinzu, sodass die Moldau eben lange Zeit zwar von der Führungsschicht her orthodox ist, aber gleichzeitig eben auch multikonfessionell von der Bevölkerungszusammensetzung. Auch noch unter Alexander dem Guten um 1420 finden erste Zusammenstöße mit den Osmanen statt. Die bleiben aber für die Moldau vorerst noch eine Episode. Die Walachei gerät bereits jetzt, also das Fürstentum im Süden, gerät bereits jetzt in den osmanischen Orbit. Für die Moldau bedeutet das, dass das südliche Nachbarland nun eigentlich immer mehr osmanischer Kontrolle untersteht und es nun auch zu einer walachisch-moldauischen Rivalität kommt, dass die Moldau auch immer wieder in die Thronkämpfe in der Walachei interveniert. Aber auch die Moldau ist nicht gefeit vor Thronkämpfen, vor Nachfolgekämpfen, also vor allem nach dem Tod von Alexander dem Guten 1432 haben wir eben eine längere Phase, die bedingt ist dadurch, dass es keine eindeutige Thronfolgeregelung gibt und verschiedene Anwärter auf die Herrschaft gegeneinander auftreten. 1457 dann kommt die wohl herausragendste Figur der moldauischen Geschichte an die Herrschaft, Stefan der Große, Stefan Cel Mare, 1457 bis 1504. Es ist die zentrale Erinnerungsfigur für die moldauische Geschichte. Und nicht nur für die moldauische Geschichte, für die rumänische Geschichte insgesamt ist er wohl einer der beiden großen oder zentralen Figuren im historischen Gedächtnis. Er wird gefeiert als heldenhafter Türkenkämpfer, der das eigene, das Christentum, die Moldau
gegen die eindringenden Fremden, die Osmanen, die Muslime verteidigt. So ist er im Gedächtnis geblieben. Wenn man sich das genauer anschaut, 47 Regierungsjahre, und von diesen 47 Regierungsjahren hat er nur insgesamt 13 Jahre im Konflikt mit den Osmanen gestanden. Also der überwiegende Teil seiner Herrschaftszeit hat er sich dem osmanischen Vormachtsanspruch gebeugt. Und eigentlich das, was man so im Wesentlichen mit ihm in Verbindung bringt, ist eine vergleichsweise kurze Phase, die dann auch noch von einigen Friedensperioden unterbrochen war. Vielleicht noch so etwas für den größeren geopolitischen Kontext. Stefan der Große kommt eben 1457 an die Macht, 4 Jahre nach dem Fall von Konstantinopel, das ja 1453 gefallen ist. Und kurz nach dem Fall von Konstantinopel nimmt eine moldauische Landesversammlung in Vaslui im Jahr 1456 auf osmanisches Ultimatum hin Bedingungen an, nämlich die Bedingung, dass man jährlich einen Tribut an die Osmanen zahlt, um so den Frieden zu erkaufen. Ein jährlicher Tribut von 2000 Gulden. Im Jahr darauf kommt Stefan der Große eben an die Macht und die ersten 16 Jahre seiner Herrschaft verbringt er im Einvernehmen mit den Osmanen, zahlt auch regelmäßig die Tribute. Erst danach kommt es dann zur Konfrontation. Wesentlicher Grund dafür war einmal mehr die Kontrolle über die Handelswege zum Schwarzen Meer. Es kommt da zu Konflikten mit der Walachei, die ja bereits im osmanischen Orbit steht, die ebenfalls Anspruch auf Hafenstädte am Schwarzen Meer erhebt. Und 1473, Animositäten gehen klar von Stefan dem Großen aus. Er stellt die Tributzahlungen ans Osmanische Reich ein und damit beginnt eigentlich die konfliktreiche Zeit, wo eben mehrfach osmanische Truppen in die Moldau einfallen. Für die Osmanen war die Moldau eigentlich nicht von zentraler Bedeutung. Es war eher ein Hinterland, das wichtig für die Versorgung der Truppen war, das auch eine gewisse Bedeutung hatte mit der Kontrolle über die Schwarzmeerküste für den Fernhandel. Aber im Prinzip waren die Osmanen primär daran interessiert, hier Ruhe und Ordnung zu haben. Und ihr Hauptaugenmerk galt ja eher der Expansion auf dem zentralen Balkan und dann weiter Richtung Mitteleuropa, Richtung Wien. In dieser Region, im zentralen und westlichen Balkan, haben wir ja auch Mitte des 15. Jahrhunderts die großen Türkenkriege unter Johannes Hunyadi, gestorben 1456, oder Skanderbeg, gestorben 1468. Das heißt, Stefan der Große beginnt nun seine Kriege gegen die Osmanen, nachdem diese Kriege der großen bekannten Türkenkämpfer wie Hunyadi und Skanderbeg eigentlich schon abgeschlossen sind. Also er ist so ein zeitlich gesehen gewissermaßen ein Nachzügler, profitiert aber davon, dass die Moldau eben eigentlich nicht auf der Hauptexpansionsrichtung der Osmanen liegt. Das ist eigentlich eine relativ abgelegene Region, entlegen auch die zentralen Orte der Moldau, eben speziell die Residenzstadt Suceava, liegen relativ weit im Norden. Das heißt, die Osmanen haben einen recht langen Anmarschweg und das Kerngebiet der Moldau liegt eigentlich am äußersten Rand der Reichweite des osmanischen Hauptheeres. Das heißt, es gibt so ein Ungleichgewicht in diesem Kampf. Die Moldauer haben den Heimvorteil, kurze Versorgungswege, sie kennen das Gelände, sie üben Guerillataktik aus, also vermeiden eine offene Feldschlacht und versuchen, den Gegner zu zermürben, während die Osmanen eben sehr lange Versorgungswege haben. Sie ausgehungert werden von den Moldauern, die eine Taktik der verbrannten Erde anwenden und die dann mitunter auch noch Pech beim Nachschub haben, wenn im Sturm die Schiffe, die eben den Nachschub auf dem Schwarzen Meer transportieren, wenn die beim Sturm untergehen. Ganz wichtig, um die Erfolge von Stefan dem Großen gegen das Osmanische Reich zu erklären, also dass er da mehrfach diesen osmanischen Heeren widerstanden hat, ist eben, dass es eine Reihe von befestigten Plätzen in der Moldau gibt, nicht zuletzt in Suceava selber, aber auch in Neamț im Norden oder eben die Burg Hotin, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Also es sind stark befestigte Plätze.
Die Osmanen haben nur relativ kurz Zeit, um diese Plätze zu belagern, weil die Kampfphase im Sommer, die ist begrenzt, weil lange Anmarsch- und Rückmarschwege zu beachten sind. Also so ein bisschen ähnlich wie bei der ersten Belagerung Wiens 1529. Ein Faktor, der jetzt hinzutritt 1478, ist das, was Sie hier auf der Karte als Krimchanat haben. 1478 gerät das Krimchanat in osmanische Abhängigkeit. Das heißt, die Osmanen haben nun plötzlich hier auch sozusagen einen Verbündeten im Osten. Und die Kontrolle der Moldau wird aus dieser Region nun verstärkt. 1484 erobern die Osmanen die Hafenstädte Cetate Alba hier am Dniesterliman und Kilia hier im Donaudelta, also zwei der ganz zentralen Exporthäfen. Und damit ist eigentlich die Moldau von verschiedenen Seiten her osmanisch umgeben. Auch der Handel ist weitestgehend verläuft über das Osmanische Reich. Und die Moldau hat sich zwar mehrfach militärisch den Osmanen widersetzt, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Ein Preis, den auch Stefan der Große persönlich erfährt. 1486 wird er schwer verwundet, liegt mehrere Stunden lang auf dem Schlachtfeld. Und ja, man geht davon aus, dass es eine sehr traumatische Erfahrung für ihn selber auch war und wohl somit ein letztes Element war, das ihn zur Entscheidung gebracht hat, nun doch den Frieden wieder mit den Osmanen zu suchen. Auf ausländische Unterstützung konnte er kaum zählen. Der weitere Kampf gegen die Osmanen war auch im Lande selber bei den Bojaren sehr umstritten, weil sehr verlustreich und wenig aussichtsreich. Das heißt, die Moldau ist dann 1486 wieder in den osmanischen Orbit zurückgewechselt, hat wieder Tribute bezahlt und der weitere Verlauf von Stefans langer Regierungszeit war eigentlich dann eigentlich von einem guten Einvernehmen geprägt. So gut, dass Stefan der Große sich sogar in osmanisch kontrollierte Region im Süden der Moldau zurückgezogen hat, als 1497 nun ihrerseits der polnische König die Moldau angreift. Und da sehen wir eigentlich auch so etwas Charakteristisches, so einen der Erfolgsfaktoren, dass Stefan der Große seine Verbündeten auswählen konnte und gegeneinander ausspielen konnte. Also es waren drei benachbarte Reiche, gegen die er Krieg geführt hat, gegen das Königreich Ungarn, gegen das Königreich Polen und gegen die Osmanen. Und je nach Kontext konnte man bei einem oder dem anderen dieser Rivalen Unterschlupf finden und so das eigene Schicksal in gute Richtung wenden. Nach der Zeit des heroischen Türkenkampfes hat Stefan, so ist davon auszugehen, zunehmend ist er eher auf kulturellem Gebiet tätig geworden, hat versucht, seine Legitimation auch in sehr dezidierten Art und Weise auszubauen. Er war ein Bastard seines Vaters und konnte nur eine indirekte Herkunft von der Dynastie bzw. von Alexander dem Guten geltend machen. Also seine dynastische Herkunft war eher so zweifelhaft und umso intensiver hat er sich darum bemüht, eine intensive Pflege der Memoria, der Erinnerung an die Vertreter aus der früheren Dynastie, also aus der Dynastie der Frühphase, im frühen 14., 15. Jahrhundert zu betreiben, hat zum Beispiel die Grablege der Dynastie in Radauz erneuert, hat aber auch eine eigentliche Herrschaftsideologie etabliert mit drei Pfeilern, also einerseits eben der Dynastie, dann auch der Orthodoxie und, das kommt jetzt hinzu, der osmanischen Kreuzzugsideologie. Also dass er da spezifisch auch im Bereich der Orthodoxie Soldaten, Heilige, dass die wichtiger geworden sind, nicht zuletzt eben der Landespatron Johannes der Neue, zunehmend mit den Attributen von Soldatenheiligen gezeigt worden ist. Klosterstiftungen, Sie sehen hier das Kloster Putna, die Grablege von Stefan dem Großen, eine Klostergründung, die auf ihn zurückgeht, dass er hier also sehr aktiv geworden ist. Und diese Klöster sind dann auch zu Zentren der Geschichtsschreibung, der Chroniktradition geworden
Und die moldauische Chronistik hat eigentlich dieser Zeit oder geht sogar auf diese Zeit zurück, aber jedenfalls wichtige Impulse für die Geschichtsschreibung und damit die Entstehung auch eines oder die Verstärkung eines spezifischen moldauischen Landesbewusstseins. Und etwas, was man vielleicht auch mitunter mit der Moldau in Verbindung bringt, die bekannten Moldau-Klöster mit ihren Fresken an den Außenmauern, entgegen einer früher verbreiteten Meinung, dass das erst in der Zeit von Petru Rareš, also von Stefans Sohn, begonnen worden ist, geht man heute davon aus, dass das eigentlich schon in der Spätphase, in den letzten Jahren von Stefan dem Großen begonnen worden ist. Also die Fresken nicht nur im Innern der Kirche anzubringen, sondern auch an den Außenmauern. Und das eben auch so ein Teil dieser Herrschaftsideologie, die Stefan der Große entwickelt hat, um eben ja, die Position des Landes und der Dynastie und seiner eigenen Herrschaft zu festigen. Eine dezidiert auch in der Ideologie dezidiert anti-osmanische Haltung, die aber eigentlich der politischen, der außenpolitischen Orientierung dann nicht mehr entsprochen hat in der Phase nach 1486. Wir sind also jetzt mit dem Tod Stephans des Großen 1504 im 16. Jahrhundert angelangt und hier kommen nun ganz wesentliche neue Entwicklungen hinzu. 1526, Schlacht von Mohács, das ungarische Königreich wird vernichtend geschlagen von den Osmanen, ein Großteil der Elite fällt, inklusive des jungen Königs. Und in einem recht langen und im Einzelnen sehr komplizierten Prozess beginnt das mittelalterliche Ungarn zu zerfallen in drei Teile. Das heißt, Ungarn fällt jetzt als Machtfaktor aus. Habsburg wird das zwar mittelfristig auffüllen, dieses Vakuum, aber jetzt für moldauische Belange ist Habsburg erstmal noch weit entfernt. Polen, das ein zweiter Pol stets dargestellt hat, das ist jetzt in dieser Phase auf einen Ausgleich mit den Osmanen bedacht. Also die Polen haben sich lange Zeit eigentlich als Verbündete oder in Allianz mit den Osmanen befunden. Die großen Gegner der Polen, das waren die Habsburger. Und die Osmanen, da hat man eigentlich versucht, so gegenseitig die Interessen abzustecken. Und diese Interessen abgesteckt, die werden eben vor allem in der Moldau. Sehen Sie hier auf dieser Karte noch einmal das Fürstentum Moldau, hier so in diesem Grünton hier angesiedelt. Es kommt jetzt eben von diesen drei Machtfaktoren mit dem Ausfall von Ungarn sind es nur noch zwei und eben diese zwei, die sind eigentlich auch in gutem Einvernehmen. Das heißt, nun wird der Handlungsspielraum der Moldau deutlich kleiner. Und so ein entscheidender Wendepunkt für die Moldau ist das Jahr 1538, als der Fürst, der Vojvode des Landes, Petru Rareš, Sohn Stephans des Großen, versucht, mit den Habsburgern zu paktieren, eine Allianz zu machen. Die Osmanen bekommen Wind davon und marschieren nun in die Moldau ein, vertreiben Petru Rareš und etablieren nun eine eigene Herrschaft. Und das ist sozusagen so ab dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts, damit würde ich sagen, so im engeren Sinne, beginnt eigentlich die Integration der Moldau in den Osmanischen Reichsverband. Ich versuche das immer so zu formulieren. Die Moldau war nie Teil des Osmanischen Reiches im engeren Sinne, im administrativen Sinne, wurde nie die Osmanische Reichsverwaltung oder die Provinzverwaltung eingeführt. Aber doch so in einem größeren Kontext, ein Imperium, ein Großreich wie das Osmanische Reich besteht ja aus ganz unterschiedlich geformten Gebieten, die auf je eigene Art und Weise eben in diesen Reichsverband, nicht unbedingt ins Reich selber, aber in diesen Reichsverband mit integriert war. Und das beginnt also jetzt im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts und dauert so bis ins frühe 19. Jahrhundert an. Formell rechtlich gesehen sogar bis 1878, bis zum Berliner Kongress. Aber im frühen 19. Jahrhundert, das ist dann eine andere Geschichte, beginnt dann Russland zunehmend an Einfluss zu gewinnen. So der Höhepunkt der Abhängigkeit vom Osmanischen Reich ist so gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts erreicht, also frühes 18. Jahrhundert und dann so gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts. Eben, Sie sehen es auf dieser Karte des Osmanischen Reichs, es gibt hier so am Rand, eben es gibt das Krimchanat, das eine gewisse Autonomie hat.
Es gibt das Fürstentum Moldau, das ebenfalls eine gewisse innere Autonomie hat, genauso Fürstentum Walachei und auch Siebenbürgen, die jeweils in unterschiedlicher Intensität eben vom Sultan abhängig sind, die aber im Inneren eine Autonomie haben, die vor allem die eigene orthodoxe Elite behalten. Also der lokale Herrscher, der Vojvode, das ist nach wie vor immer eigentlich in der ganzen Geschichte der Moldau immer ein Orthodoxer gewesen, nicht unbedingt ein jemand aus dem Lande selber, zum Teil auch Auswärtige, aber überhaupt die gesamte Elite, auch die Bojaren, die Kaufleute, der Klerus, die politische, soziale, kulturelle Führungsschicht, das sind orthodoxe Christen, rumänischsprachig oder auch griechischsprachig. Also in dem Sinne keine Muslime vor Ort, keine muslimische Verwaltung. Der Islam hat auch keine Präsenz in der Moldau oder zumindest nicht in den Regionen, die dem Fürstentum zugehören. Es kommt zu keiner Islamisierung, sondern es kommt eigentlich zu einer politischen Unterordnung. Der außenpolitische Handlungsspielraum wird eingeschränkt. Man muss zahlreiche Verpflichtungen, Abgaben, Geschenke nach Konstantinopel liefern. Es gibt die Verpflichtung, Hilfstruppen für Kriegszüge zu stellen und so weiter und so fort. Aber eben rein vom Äußeren her bleibt die Moldau ein christliches Land. Wir können das vielleicht mit einer Analogie aus dem 20. Jahrhundert betrachten, so ähnlich wie die Satellitenstaaten der Sowjetunion, die politisch, außenpolitisch in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt waren, wo aber keine sowjetischen Institutionen unmittelbar eingeführt worden sind. Dennoch eben macht sich so eine schleichende Osmanisierung durchaus bemerkbar. Die Vojvoden, das sind keine eigenständig handelnden Akteure mehr, sondern sie werden eigentlich faktisch zu lokalen Statthaltern des Sultans. Sie werden von ihm eingesetzt, sie werden von ihm auch wieder abgesetzt, wenn sie nicht loyal genug sind. Sie beziehen sogar auch im Inland gegenüber ihren innenpolitischen Rivalen, gegenüber den Bojaren, beziehen sie einen Teil ihrer Legitimität eben genau davon, dass sie als Statthalter des Sultans eingesetzt sind und Rebellion gegen den Vojvoden, das heißt dann immer auch indirekt eine Rebellion gegen den Sultan. Und damit wird eigentlich die Position der Vojvoden durch diesen Einbezug ins osmanische, in diesen osmanischen Reichsverband, wird die Position der Vojvoden im inneren politischen Machtgefüge tendenziell sogar eher gestärkt. Die deutlichsten Einflüsse der Integration in diesen osmanischen Reichsverband macht sich im Bereich der Eliten bemerkbar, in sozialer Hinsicht, aber auch in kultureller Hinsicht, weil jetzt so ab dem späten 16. Jahrhundert immer mehr Balkanchristen in die Moldau ziehen, dort ansässig werden, Teil der sozialen Elite werden, also ins Bojarentum aufgenommen werden, Grundbesitz kaufen und auch bis in die allerhöchsten Ämter des Landes aufsteigen. Die wohl oder eines der schillerndsten Beispiele ist dieser Herr hier, Wassile Lupu, Vojvode der Moldau von 1634 bis 1653. Sein Vater ist vermutlich im Bereich des heutigen Bulgarien geboren worden. Die Familie war, das ist etwas umstritten, albanischer Herkunft oder vlachischer, also aromunischer Herkunft. Das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls, sie waren orthodoxe Christen und wurden als solche Stereotyp einfach als Griechen bezeichnet, weil sie dem griechischen Glauben angehängt sind. Der Vater war Kaufmann, ist mit eben zuerst in die Walachei gekommen und hat dann unter dem walachischen bzw. moldauischen Vojvoden Radu Michnea in der Walachei und später dann auch in der Moldau verschiedene hohe Hofämter ausgeführt. Wir sehen also an diesem Beispiel, der Vater von Wassile Lupu hat als Auswärtiger in erster Generation ins Land gekommen, bereits verschiedene hohe Posten in der Landesverwaltung eingenommen. Und sein Sohn eben hier auf dem Bild zu sehen, ist ihm nachgefolgt und er steigt dann eben in der sozialen Hierarchie immer weiter nach oben, bis er vom Sultan dann 1634 zum Vojvoden, also zum Herrscher des Landes, bestimmt wird. Wassile Lupu entwirft nun ein ambitioniertes Herrscherprogramm, ein Herrschaftsprogramm mit einem Hofzeremoniell,
wo er sich inszeniert eben als autokratische Herrschergestalt in byzantinischer oder vielleicht eher byzantinisierender Tradition, als Schutzherr der Orthodoxie, dann auch weit über die Moldau hinaus, also für die ganzen orthodoxen Einrichtungen, zum Beispiel auch im, auf dem Balkan, aber auch im Nahen Osten bis hin zum Sinai. Er etabliert dann auch ambitionierte Stiftertätigkeit, ein Bauprogramm. Sie sehen hier in Jasch die Klosterkirche Tre-Hierarch von ihm erbaut, so eines der herausragendsten Bauwerke der moldauischen Kultur. Wir haben mit Vasile Lupu eine Person, die wir in den Kontext dessen stellen können, was der bekannte rumänische Historiker Nicolae Iorga als Byzance après Byzance bezeichnet hat, also Byzanz nach Byzanz, ein Nachleben byzantinisierender Formen nach dem politischen Untergang von Byzanz, also ein Nachhall, ein Nachstrahlen von Byzanz unter osmanischer Herrschaft. Und eben das Fürstentum Moldau zusammen mit dem Fürstentum Walachei waren ein Hort solchen postbyzantinischen Lebens, weil sie eben christliche Länder waren, christlich regierte Länder mit einer orthodoxen Elitenkultur, die aber unter dem Schutz des Sultans gestanden sind. Diese byzantinischen Anklänge, das war eine leicht verfügbare Ressource, um Prestige zu generieren, weil die Vojvoden, ich habe es erwähnt, eigentlich faktisch eine Statthalterfunktion hatten. Und diese doch eher untergeordnete Funktion konnte man mit so einem gloriosen Hofzeremoniell ein bisschen glanzvoll verbrämen. Ich vergleiche das vielleicht hier so mal ein bisschen mit den italienischen Renaissance-Fürsten, die auch Prunk inszeniert haben, statt konkrete Macht auszuüben. Mit der Integration in diesen osmanischen Kontext wird nun auch die Orthodoxie immer wichtiger, als eben als Legitimationsressource für die Vojvoden einerseits, aber andererseits nutzen die Osmanen die orthodoxe Kirche auch ganz gezielt als Kontrollinstrument, nicht nur in der Moldau, auch sonst auf dem Balkan. Das heißt aber für die Moldau auch, dass die konfessionelle Toleranz und die konfessionelle Vielfalt, von der ich vorhin gesprochen habe im 15. Jahrhundert, dass die nun allmählich abnimmt. Das ist keine abrupte Entwicklung, aber doch tendenziell ist festzustellen, dass ausgerechnet unter osmanischer Herrschaft die Moldau orthodoxer wird, als sie es je zuvor war. Und parallel dazu vollzieht sich auch ein Gräzisierungsprozess der politischen und sozialen Eliten, also die griechische Elitenkultur, die wird immer wichtiger und damit entsteht auch langsam so ein Bruch zwischen der Volkskultur, der Bauernkultur, die natürlich primär rumänisch geprägt ist. Und das, würde ich jetzt meinen, hat ganz große Nachwirkungen auch im Sinne von im historischen Erbe, diese soziale Kluft zwischen Elite und Volk. Dass Rumänien eigentlich in die Moderne eingetreten ist im 19. Jahrhundert mit dieser großen Kluft zwischen Elite und Volk, mit einer stark aristokratisch dominierten Gesellschaft, wie sie eigentlich in Südosteuropa eher die Ausnahme war. Wir haben eigentlich in Südosteuropa, wenn wir jetzt vor allem Bulgarien und Serbien anschauen, haben wir eigentlich stärker egalitär organisierte Länder nach der Herauslösung aus dem Osmanischen Reich. Warum? Weil dort in diesen Ländern, die unmittelbar Teil des Osmanischen Reiches waren, die Eliten Osmanen, Muslime waren, die dann vertrieben worden sind und neue Eliten zuerst entstehen mussten. Und die Walachei und die Moldau eben sind eigentlich schon in osmanischer Zeit mit diesen Eliten ausgestattet gewesen. Das heißt, wir haben von Anfang an eine sehr große Kluft. Eine weitere Auswirkung der osmanischen Kontrolle über die Moldau und gleichzeitig eben auch über die Walachei war, dass die beiden Länder so in einen gleichen Kontext eingebettet waren. Wenn Sie hier nochmals die Karte anschauen, eben sowohl das Fürstentum Walachei hier im Süden als auch das Fürstentum Moldau im Norden, beide im osmanischen Kontext. Und so im späten 16. und 17. Jahrhundert beginnt das nun immer mehr, dass auch Amtsträger bis hin zu den Vojvoden zwischen den beiden Fürstentümern hin und her wechseln. Das heißt, wir haben also eigentlich unter dieser verbindenden Kuppel des Osmanischen Reiches haben wir eine allmähliche Annäherung dieser zwei Fürstentümer, der politischen, der sozialen, der ökonomischen und der kulturellen Verhältnisse.
wenn Sie möchten, vielleicht etwas zugespitzt, das kann man sicher kontrovers diskutieren, eine These, die eben sagt, dass die osmanische Herrschaft die Grundlage gelegt hat für den Zusammenschluss von Walachei und Moldau oder zumindest für die Annäherung der Elitenkultur dieser beiden Fürstentümer. Den Zenit des osmanischen Einflusses, der wird dann im 18. Jahrhundert erreicht, vor allem so im Zeichen der Fanarioten. Das sind griechischsprachige Vertreter, die aus Konstantinopel kommen. Also in Konstantinopel gibt es ein Viertel Fanar, das von Litenangehörigen griechischen Familien bewohnt wird. Die werden nun im 18. Jahrhundert, werden die von den Osmanen entsandt als eben Statthalter, als Vojvoden in die Moldau. Das heißt, wir haben eigentlich im 18. Jahrhundert ausnahmslos landesfremde Vojvoden, landesfremde Herrscher in der Zeit von 1711 bis 1821, also über mehr als 100 Jahre, werden ausschließlich landesfremde, sogenannte Fanarioten, eingesetzt in beiden Ländern. Das ist aber auch eine Zeit, also diese Zeit der Fanarioten ist eine Zeit von zahlreichen Reformen, aufklärerischer Einfluss, den diese zum Teil hochgebildeten Fanarioten aus westeuropäischen Kontexten, aus dem Französischen, über griechische Übersetzungen nun auch in die Moldau und in Klammerbemerkung auch in die Walachei bringen. Also wir haben eine starke Gräzisierung der Elitenkultur. Im 17. Jahrhundert kommt jetzt eine weitere Entwicklung, die mittel- und längerfristig das Schicksal der Moldau prägen wird. Und zwar im Osten die Ukraine. Sie sehen hier eine zeitgenössische Karte aus den 1640er Jahre, glaube ich. Rechts unten sieht man auch Ukraine. Die Ukraine, die damals Teil Polen-Litauens war, Nachbargebiet der Moldau, wo es zum Teil auch enge Beziehungen gibt. Ich möchte nur ganz kurz auf die Person von Petru Mohyla oder Petru Movila eingehen. Aus einem moldauischen Bojarengeschlecht stammend, das auch mehrere Vojvoden gestellt hat. Und dieser Peter Movila wird 1633 Metropolit von Kiew und ist da verantwortlich für eine Renaissance des orthodoxen, aber westlich mitgeprägten Geisteslebens, das jetzt auch auf Moskau auszustrahlen beginnt. Das heißt, wir haben hier mit moldauischer Beteiligung eigentlich auch so eine Schneise geöffnet für westeuropäische Einflüsse, die über die Ukraine bis nach Moskau verlaufen. Und diese Erneuerung der Orthodoxie in der Ukraine ist ein Pfeiler. Und ein zweiter Pfeiler, der jetzt wichtig wird, ist der Aufstand der Kosaken unter Bohdan Chmielnitsky 1648, weil damit eigentlich längerfristig das politische Gleichgewicht in Osteuropa aus dem Gleichgewicht kommt. Weil bis Mitte des 17. Jahrhunderts Polen die unumstrittene Führungsmacht in Osteuropa ist. Und mit diesem Kosakenaufstand, und die Kosaken schließen sich 1654, also unterstellen sie sich dem Zaren und damit eigentlich der Ausgangspunkt für die Integration der Ukraine ins Russländische Reich, damit eigentlich ist das politische Gleichgewicht eben gestört und anstelle von Polen wird nun Russland zur Hegemonialmacht in Osteuropa. Und das ist natürlich jetzt auch für die Ukraine von ganz zentraler Relevanz. Ich kann das an einer weiteren Person noch einmal etwas ausführen, auch vielleicht eine der schillerndsten Persönlichkeiten der moldauischen Geschichte, Dimitrie Cantemir. Obwohl er selber die meisten seiner Leistungen, für die er bekannt ist, eigentlich außerhalb des Landes vollbracht hat. Er war eigentlich nur relativ kurze Zeit seines Lebens in der Moldau selber. Seine Familie stammt aus der Moldau, aus einfachen Verhältnissen, aus Freibauernverhältnissen, ist die Familie aber aufgestiegen bis eben zur Herrschaft. Sein Vater war Vojvode der Moldau. Das zeigt vielleicht auch, die soziale Dynamik in der Moldau ist sehr viel größer als in der zeitgenössischen westeuropäischen Gesellschaft mit diesen Ständen, mit erblichem Adel. Wäre so eine Karriere wie Dimitrie Cantemir nicht möglich gewesen, also von der Freibauernfamilie bis zum Landesfürsten.
Vielleicht nur als kleine Anekdote, der Name Kantemir, das ist eigentlich auch aus legitimatorischen Gründen, hat man sich einen Namen zugelegt, der auf den Khan Temir, also auf Timur Lenk verweisen soll, auf den turko-mongolischen Herrscher. Das hat mehr Prestige generiert im frühen 18. Jahrhundert als der Verweis auf eine moldauische Bauernfamilie. Dieser Dimitrie Kantemir kommt nun also als 15-Jähriger als Geisel nach Konstantinopel, als Geisel. Sein Vater war Voivode der Moldau und die Osmanen wollten das Wohlverhalten des Vaters garantieren, indem der Sohn eben in osmanischer Obhut sich befand. Dimitri hat aber in dieser Zeit auch sehr viel diese Zeit genutzt, ist intellektuell tätig geworden, war 22 Jahre lang in Konstantinopel, in Istanbul, ist dort zu einem Gelehrten geworden, hat orientalische Sprachen, also Arabisch, Persisch, Osmanisch, Türkisch gelernt, hat als Komponist gewirkt, war Geschichtsschreiber und so weiter und so fort. 1710 ist er dann ganz kurz, ein paar Monate lang, zum Voivoden in der Moldau geworden. Und zwar genau in der Zeit, als Russland unter Peter dem Großen Krieg führt gegen das Osmanische Reich. Und Dimitrie Kantemir, kaum zum Fürsten eingesetzt in der Moldau, wechselt nun die Seiten und begibt sich in den Dienst von Peter dem Großen. Der Kampf gegen die Osmanen misslingt, die Truppen Peters des Großen werden geschlagen, er muss sich zurückziehen und Dimitrie Kantemir folgt seinem neuen Herrn ins Exil nach Russland. Er wird dort zu einem engen Berater von Peter dem Großen, unterstützt ihn zum Beispiel auf dem Persienfeldzug mit seinen orientalischen Sprachkenntnissen. Und jetzt für die moldauische Geschichte relevanter, Dimitrie Kantemir verfasst 1714 auf Einladung der Berliner Akademie eine Landesbeschreibung der Moldau, also eine Beschreibung von Sitten, Gebräuchen, Geografie, Geschichte dieses Landes, eine der hervorragenden Quellen zur Geschichte der Moldau im 18. Jahrhundert. Und es gibt diese Geschichte der Moldau auf Latein verfasst, gibt es auch in einer deutschen Übersetzung aus dem späten 18. Jahrhundert. Also wenn Sie sich für die ältere moldauische Geschichte interessieren, Dimitrie Kantemir, Beschreibung der Moldau ist eine herausragende Quelle. Kantemir, das will ich eigentlich sagen, ist ein Wandler zwischen den Welten, im osmanischen Kontext groß geworden, später im russländischen Kontext, im Exil, lange Zeit gewirkt, aber auch mit zahlreichen Korrespondenzen nach Westeuropa und sein Sohn Antioch Kantemir macht ebenfalls Karriere als russischer Botschafter, ist er in London und Paris stationiert und gilt heute eigentlich auch als einer der Begründer der weltlichen russischen Literatur. Und damit sehen wir, im frühen 18. Jahrhundert ist nun der Orientierungsvektor zumindest punktuell bereits schon in eine neue Richtung gestellt. Nicht mehr allein Konstantinopel ist zentraler Orientierungspunkt, sondern zunehmend auch Moskau bzw. das neu entstehende Sankt Petersburg. Gleichzeitig sind die Osmanen geschwächt, 1683, zweite Belagerung von Wien, sie werden zurückgedrängt. Im 18. Jahrhundert ist die davor in Europa dominierende Angst vor dem Osmanischen Reich, die Türkenfurcht, die macht immer mehr Platz einer zunehmend orientalisierenden Faszination für alles Türkische. Genau, also es wird, Christoph Kaiser hat kurz den, hält da die Beschreibung der Moldau, diese Edition, ins Bild. Das können Sie sich sicher in den großen Bibliotheken anschauen. Es wird wahrscheinlich, nehme ich an, auch digitalisiert geben. Also eben, die Osmanen sind geschwächt im 18. Jahrhundert. Die Türkenfurcht macht zunehmend der Türkenmode Platz. Die Türken werden eben faszinierend, orientalisierend dargestellt und zunehmend dann auch vor allem im 19. Jahrhundert mit Spott, also das berühmte, der berühmte Ausspruch vom kranken Mann am Bosporus. Das heißt, die Osmanen werden nicht mehr als die Bedrohung gesehen wie früher. Gleichzeitig eben mit dem schwindenden Einfluss der Osmanen steigen neue Großmächte auf, Österreich, das Habsburgerreich und eben
Russland. Und das sind nun die zwei Mächte, die nun mit einer Teilung der Moldau beginnen, also vielleicht nicht genau so wie im Falle Polens, wo man sich ja dreimal diese drei, also drei Mächte sich das Land aufgeteilt haben, aber doch so, dass 1775 die Habsburger sich den nördlichen Teil der Moldau, dass der abgetrennt wird und unter österreichische Herrschaft kommt, nun unter dem Namen der Bukowina. Also der Nordteil der Moldau, das ist eben die Bukowina, die kommt 1775 bis 1918 unter österreichische Herrschaft. Und wenige Jahrzehnte später, 1812, erobert das Zarenreich oder integriert das Zarenreich die östlichen Teile der Moldau, also alles, was östlich des Flusses Prut liegt, das Gebiet, das sie als Bessarabien bezeichnen. Dieses Gebiet kommt als Zarenreich und damit ist das historische Fürstentum Moldau aufgeteilt eben auf die drei Großreiche, aufs Osmanische Reich, aufs Zarenreich und aufs Habsburgerreich. Also alle drei Großmächte in Osteuropa haben nun Anteil an der Moldau. Das heißt, die Moldau ist auch hier wiederum in der Schnittstelle dieser verschiedenen Einflussfaktoren. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon lange über der Zeit drüber und will eigentlich als kurzen Ausblick zum Schluss nur noch ganz kurz eben auf das Jahr 1821 eingehen. Das Jahr 1821 markiert eigentlich den Anfang vom Ende der osmanischen Herrschaft in der Moldau, ausgehend vom Aufstand der Griechen, die im russischen Exil sind und die von Odessa aus, eine Hafenstadt im Schwarzen Meer, die erst im späten 18. Jahrhundert gegründet wird. Dort eben viele Griechen ansässig sind, die jetzt planen, einen großen Aufstand gegen die osmanische Herrschaft. Zuerst eigentlich in ganz Südosteuropa. Die Idee ist, ganz Südosteuropa von den Osmanen zu befreien und unter griechischer Vorherrschaft praktisch eine Art Wiederentstehung des byzantinischen Reiches zu machen. Und von Odessa aus, wenn Sie sich das auf der Karte anschauen, der Weg auf dem Landweg nach Konstantinopel oder nach Griechenland führt über die Moldau. Das heißt, die Moldau ist eigentlich so eines der ersten Zentren geworden, wo diese Aufständischen eben einmarschiert sind und gehofft haben, zusammen mit lokalen christlichen Verbündeten dann die Osmanen besiegen zu können. Das hat in der Moldau nicht funktioniert, auch in der Walachei, wo es einen Bauernaufstand gab, hat das nicht wirklich funktioniert. Weiter südlich in Griechenland ist es ja dann zum griechischen Unabhängigkeitskrieg gekommen, der dann letztlich in der Etablierung des griechischen Nationalstaates geführt hat. Aber für die Moldau bedeutet das nun, dass alles, was griechisch ist, aus osmanischer Sicht verdächtig ist. Das heißt, diese Praxis, die man ein gutes Jahrhundert angewandt hat, dass man Griechen beauftragt mit der Herrschaft in der Moldau, die wird nun eingestellt. Und gleichzeitig steigt eben der russische Einfluss auf die Moldau und damit eben ist der Anfang vom Ende der osmanischen Herrschaft über die Moldau gegeben. Das ist aber eine Geschichte, die sicher im weiteren Verlauf dieser Vorlesungsreihe noch etwas ausführlicher zur Sprache gekommen ist.